Jo, moin Leute, heute haben wir hier die LP2 von Rekord, eine Knicklaufpistole für den schmalen Geldbeutel, würde ich sagen. Ja, und sie schlägt mit 50 Euro zu Buche. Ja, so wird sie geliefert, schlichter Pappkarton, aber immerhin keine Blisterverpackung. Ja, Weihrauchpistolen sind ja auch in schlichten Pappkartons verpackt und sie sind ja bekanntlich ja, super Produkte, nicht? So, packen wir das mal aus, das gute Stück. So bekommt er vielleicht die interessanteste Seite. Karton weg. Und kommen somit auch gleich zu den Markings und der Nahaufnahme, würde ich sagen. Ja, jetzt gehen wir mal gleich in die gefühlte Haptik über. Also wenn man sie anfasst, es fühlt sich alles gut und soweit ganz wertig an. Also für 50 Euro bin ich doch recht positiv überrascht. Klar, sie klappert ein bisschen. Ist aber das Knickgelenk hier verschuldet. Aber sonst ist die Haptik ganz gut. Sie liegt super in der Hand hier. Der Griff ist hier geformt. Gibt es nichts zu meckern. Ja, jetzt können wir auch gleich mal die Verarbeitung mitmachen. Die Verarbeitung ist auch, ja, was soll ich sagen, zwischen gut und top für 50 Euro. Also, nicht da, selbst teurere Waffen können damit, ja, manchmal nicht mithalten, muss ich sagen. Also, sie ist einfach aufgebaut, ja klar, aber Verarbeitung, Qualität soweit. Och, ich kann überhaupt nicht meckern. Habt ihr ja eben auch in der Nahaufnahme gesehen. Es gibt keine Nähte oder Plastikreste, die irgendwie überstehen oder wo man sieht, wo es Plastik geformt wurde, wo es abgetrennt wurde oder so. Nö, alles super. Seht ihr selbst? Kopflastig ist sie jetzt auch nicht so stark. Sie, klar, sie hat hier oben ein bisschen mehr Gewicht, aber sie liegt super in der Hand, also. Das geht auch. Ja, kommen wir mal zum Material, nicht? Die Griffe sind Kunststoff, glänzend, schwarz. Hören sich aber nicht so ganz so schlimm an wie bei manchen anderen Waffen, wenn man so rauf tippelt. Haben wir ein Magnet hier. Ihr seht, aber hier hält er nicht ganz so stark. Also innen drin ist metallisch, ist klar, das wird der Komprimierungskolben sein und die Feder. Das hier ist auch Metall, aber halt das Äußere hier ist kein magnetisches Metall. Also der Magnet, der wird von innen drin angezogen. Voilà. Hier fällt er auch runter. Na, hier hält er wieder. Naja, fast. Der Lauf ist natürlich Metall, aber es ist auch wieder der innere Lauf, wo der Magnet angezogen wird. Die Stifte hier, die sind mit Sprengringen gesichert. Und das sind auch die, die wackeln und klappern. Aber es ist nicht schlecht verarbeitet trotzdem. Also trotz, dass das Gestänge hier klappert und wackelt. So. Halt 50 Euro, ne? Die sind natürlich auch Vollstahl, wie ihr seht. Da bleibt der Magnet richtig dran haften. Das Spann, womit man die Feder spannt, das Gestänge hier. Keine Ahnung, wie man es nennt, Schubgestänge. Das schiebt man ja dann rein und drückt die Feder nach hinten. Ist auch Stahl, Schrauben sowieso hier. Können wir nicht. Abzug auch nicht, aber. Nee, ist glaube ich. Abzug ist Plastik. Plastik.
So viel zum Magnettest hier. Ja, und jetzt schauen wir mal, was sie hat und was sie nicht hat. Sie hat Kimmel und Korn. Wer hätte das gedacht? Ja, wie ihr seht, Kimmel ist nicht einstellbar. Das Korn auch nicht. Ja, sie hat einen sehr kleinen Prellschlag, was auch gleich auf eine schwache Joule-Zahl hindeutet. Ja, was ich eben schon mit Prellschlag angedeutet habe, sie ist eine Federdruckpistole. Ja, und sie hat keinen Prellschlagkompensation wie manche andere Pistole so. Nicht, dass sie halt etwas abgefedert nach hinten schlägt. Ja, ihr wisst, was ich meine. Braucht sie aber auch nicht. Und sie hat keine Schiene hier, um irgendeinen Rotpunkt oder sonst irgendwas zu befestigen. Sieht schlecht aus. Ja, jetzt schauen wir mal, was sie für einen Lauf hat. Hoffe, man sieht's. Konnte es ganz gut sehen. Der Lauf ist gezogen. So, jetzt schauen wir auch gleich mal, was für einen Verschluss sie hat. Das nehme ich hier an der Seite. Ich klicke sie mal ganz durch. Ich würde jetzt sagen, das ist ein Kegelverschluss. So, da sieht das. Würde ich sagen, Kegelverschluss. Oder wie man ihn nennt. Feder unterstützt. Und er rastet dann hier. Da rastet er ein. Schauen wir auch mal eben gleich, ob das Stahl ist. Der Kegelverschluss, ja. Ist das hier auch Stahl? Nee. Also hier reibt er dann so dran und wird wahrscheinlich, hier sieht man auch schon Schleifspuren. Weiß ich nicht, ob man es in der Kamera sieht. Glänzendes Metall. Es war Metall, aber das hier ist Stahl und ihr wisst ja, härteres Material trägt bei weicherem Material. Hier fällt da nicht immer etwas ab und dann wird die Schleifspur wahrscheinlich immer etwas doller sein und vielleicht, ja, aber das wird sich wahrscheinlich erst nach zig hundert oder tausenden Schuss bemerkbar machen. Also alles gut soweit. Kniegelenk prüfen wir mal eben nochmal auf, ja, Steifigkeit, Verwindung halt. So lässt sich's knicken. Gucken. Es hat, sieht man das, minimal Spiel. Ich hoffe, man sieht es jetzt, dass die Kamera scharf stellt. Aber das ist vollkommen im Rahmen. So, jetzt werden wir noch mal schnell das Gewicht und die Lautstärke messen. Jo, einmal messen. Jo, moin, jetzt kommen wir hier mal zur Lautstärkenmessung. Ich habe mir die App von, ja, das Dezibel-Messgerät runtergeladen und aufs Handy gespielt. Jetzt habe ich es gerade auf Minimum stehen. Jetzt hier auf Maximum. Und ich spreche jetzt dann. Und desto lauter zeigt er immer den lautesten Wert an. Ja, jetzt beim Sprechen mal eben 77,5. Und wenn ich dann noch lauter rede oder so, dann geht er hoch auf 83,6. Ich hoffe, ihr seht das. Ich habe jetzt das Handy hier noch daneben gelegt. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Anzeige jetzt sieht auf dem Handy. Eine Kamera. Gut, jetzt gehen wir wieder auf Minimum. Wir setzen sozusagen jetzt. Seht ihr, jetzt wo ich ganz leise eben war, ging es runter. Okay. Ja, dann laden wir mal eben und dann messen wir mal eben die maximale Lautstärke. Entfernung ist hier, von hier schieße ich bis zum Mikrofoneingang 40 cm. Stellen wir wieder auf Maximum. Ja, 106,1 Dezibel. Machen wir mal noch ein.
86,7. Das ist aber schon ein Riesenunterschied. Nochmal einen dritten. Auch wieder 106,2. Machen wir nochmal einen vierten. Ja, schwankt so leicht, wie man sieht. Komm her. Noch einen fünften. Okay. So viel zur Lautstärkenmessung. Ja. Jetzt kommen wir mal zu den kleinen Schusstest auf 4,5 Meter mit den Excel Econ. Und Federbolzen. Anfangen tun wir mit den Excel Econ. Auf Zielscheibe. Die Zielscheibe baut sich jetzt von mir aus gesehen links aus auf und von euch aus gesehen rechts, weil ihr vom Monitor sitzt. Schauen wir mal, wie viel Schuss wir machen. Hab keine Ahnung, ob ich getroffen habe. Ich muss immer gucken, wie ich anhalten muss. Gehen hier oben rein? Ich sehe es echt nicht. Plan geht ganz einfach, die Diabolus fallen fast rein, also man muss sie überhaupt nicht nachstopfen oder so. Ich muss mal, glaube ich, weiter unten ansetzen. Der Streukreis wird wahrscheinlich miserabel sein. Ist ja auch eine sehr schwache Pistole. Dafür ist sie auch nicht gemacht. Hab jetzt nicht mitgezählt. Spannen ist ganz easy, wie ihr seht. Die Lautstärke ist auch sehr moderat, habt ihr ja schon gesehen. Komm, einen machen wir noch und dann war's das. Schießen wir Federbolzen. Scheint aber doch ziemlich zentriert hier zu gehen, wenn man sie erstmal eingeschossen hat. Auch noch ein. Der letzte. Sie macht halt Spaß, nicht? Weil sie so einfach und handlich ist. Ja, schießen wir mal ein bisschen mit Federbolzen. Habe hier jetzt so 8 Stück liegen. Ein paar grüne, ein paar gelbe, ein paar rote. Ne, nur ein roter, 2 schwarze.
verliert schon Haare hier. So simpel. Ich glaube, ihr erkennt jetzt auch schon, wofür die gemacht ist. Einfach perfekt dafür. Das macht Spaß. Dafür ist sie gemacht. Vergesst Diabolus oder so. Nimm Federbolzen, eine Dartscheibe. Und habt Spaß. Ja. Kommen wir zur Auswertung, würde ich sagen. So, da sind wir wieder auf dem Platz. Ja, kommen wir zum Ergebnis. Fangen wir hier mit den Diabolus an. Mit der WPU-Testscheibe. Ja, die ersten Schüsse gingen ziemlich weit oben. Da habe ich noch falsch angehalten. Ich glaube, mit einem Diabolo habe ich auch meinen Zielkasten oben rasiert. Aber danach gingen sie dann, wo ich dann wusste, wo man anhalten musste, ja, doch ziemlich zentrisch alle. Also kann man mit leben. 4,5 Meter und mit der Leistung von der Joule her, ja, was will man erwarten, nicht? Und man muss auch mal bedenken, 50 Euro. Gut, so viel dazu. Packen wir mal weg. Ja, und jetzt sehen wir auch das, wofür die Pistole eigentlich in meinen Augen auch gemacht wurde. Sie ist eine Spaß-Federbolzen-Pistole, sie geht leicht zu spannen. Was haben wir denn getroffen? 9. Hier fast ins Rote mit den schwarzen Federbolzen. Dann nochmal, also ist halt auch eine 9, 9, 9, 2 mal die 8 und 7, 7. 2 mal 7, 2 mal 8, 3 mal die 9. Super Ergebnis und sie sind alle sieben ziemlich gerade drin. Also der hier ist ein bisschen schief, den so jetzt aber und der hier. Aber sonst sind sie alle gerade drin. Also wie gesagt, dafür ist die Pistole gemacht in meinen Augen und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ja, so haben wir das auch geschafft, würde ich sagen. Ja, und jetzt ja, kommen wir zu meiner persönlichen Meinung, Fazit. Die Waffe ist für 50 Euro ein Schnapper. 10 Meter und Ringe, Jäger werden aber enttäuscht. Dafür ist sie einfach zu schwach. In meinen Augen ist sie eine reine Spaßpistole, die gut verarbeitet ist und bis jetzt funktioniert. Dosen und andere größere Ziele sollte man damit auf 3 bis 7 Meter treffen, eventuell auch 10 Meter. Aber wofür ich die favorisiere, ist das Schießen oder beziehungsweise das Spaßschießen mit Federbolzen. Dafür ist sie eigentlich wie gemacht. Sie lässt sich leicht spannen und die Federbolzen schlagen super ein, ohne Quereinschläger oder Abpraller. Zumindest bei mir auf 4,5 Meter. Ja, mehr gibt es hier nicht drüber zu sagen. Wenn sie hält und ihr eine leise und leichte Spaßpistole für Federbolzenschießen sucht, könnt ihr hier zugreifen. Betone hier aber nochmal ausdrücklich, wenn sie hält. Über die Haltbarkeit kann ich soweit nichts sagen, das muss die Zeit zeigen. Und wer sie kauft, hat natürlich ein gewisses Eigenrisiko. Aber ich hoffe, ihr könnt das besagte Eigenrisiko mit meinem Video etwas besser abschätzen für euch. Ja, ihr kennt das ja. In diesem Sinne, nicht? Reingehauen, Ohren steif gehalten und man sieht sich bis bald.